Hallo und herzlich willkommen zurück bei Until Dawn. Tja, in der letzten Folge ist so manch kranker Scheiß passiert. Ashley und Chris sind in eine Falle von dem Maskierten geraten, Chris musste dann mit ihr an einem Tisch sitzen und wählen, ob er sie oder sich selbst abknallt, um sich und sie vor den Sägeblättern irgendwie zu bewahren. Je nachdem. Ich habe keine Entscheidung getroffen. Ja, Mike hat dann schließlich Sam wiedergefunden. Die beiden sind zusammen unterwegs jetzt. Und dann, ja, dann demaskiert sich dieser Irre auf einmal selber und das ist Josh, verfluchte Scheiße. Wir haben gesehen, wie es den zersägt hat. Wieso ist der wieder da? Okay, ihre Beziehung zu Matt ist immer noch halbwegs in Ordnung. Von Emily, die haben wir jetzt die wieder, die ist ja leider noch am Leben. Diese blöde, selbstgerechte Mistkuh. Aber naja. Musste sich aus ihrer ach so herrlichen Jacke jetzt einen Stoff rausreißen und damit eine Fackel zu machen. Dass es noch Schlimmeres gibt auf der Welt, das scheint sie irgendwie noch nicht gerafft zu haben. Oh. What the fuck ist denn hier ab? Ey. Okay. Was haben wir hier? Okay. Das Ding wird wohl nicht funktionieren. Was zum Teufel schreit hier unten rum? Mal nochmal zu Josh zurück. Also ich hatte ihn, wie gesagt, im Verdacht, weil er ja schließlich weiß, dass seine Freunde seine Schwester nach draußen getrieben haben und naja. Vielleicht will er sich jetzt. Wie gesagt, wir haben gesehen, wie er zersägt wurde, verflucht. Also auf die Auflösung bin ich mal gespannt. Was haben wir hier jetzt? Ach, Scheiße. Na gut. Ich weiß mal, dass du ein Hirn hast, Emily. Und finde einen anderen Weg. Oder überhaupt irgendein. Moment, ist hier irgendwas in der Ecke? Nee. Okay. Die Draisine, na gut, das damit warte ich mal lieber noch. Gucken wir mal hier. Wehe, da ist wieder irgendein Scheißvieh drin. Okay. Foto. Die Sprengtruppe. Vorbereitung zum Sprengen der neuen Schächte. 51 Dezember. Uiuiui. Lange her. Gibt's hier hinten noch irgendwas? Einen Totem vielleicht, oder? Ne, sieht nicht so aus. Ups. Hab aus Versehen auf R1 gedrückt. Okay. Na schön. Dann wollen wir mal. Sehr schön. Huh?
wenigstens ein bisschen Licht. Würde gerne mal wissen, was hier so rumkreischt. Ob das jetzt Fledermäuse sind, irgendwie glaube ich das weniger. Das ist wieder so ein übelst riesiges Gebiet hier. Mal sehen, hier hat einiges aufgeleuchtet, also. Gucken wir uns erstmal das an. Okay, hier ist ein Hebel. Okay. Gucken wir uns erstmal das andere an, bevor wir dir daran rumhantieren. Scheiße. Stechuhr. Okay. Okay, da hinten scheint es weiterzugehen, aber erstmal will ich den Hebel betätigen. So, jetzt gehen wir erstmal hier weiter. Oh. Ach nö. Bin mal gespannt, ob wir vielleicht noch Jessica irgendwo hier finden. Hm? Du Scheiße. Alter, what the fuck war denn das jetzt? Oh. Nur der kranke Scheiß, der hier abgeht, Mann. Okay, auf hier. Na, irgendjemand da? Oh, Scheiße! Verflucht! Oh Gott! Verdammt! Okay, das Problem hat sich erledigt. Das ist echt. Ach, okay. Handylicht. Doch nur Schädel. Mann. Oh Gott! Oh, abartig! Oh. Bei dem Krach, den du machst, weiß jeder, dass du gleich hier unten bist, ne? Okay. Gehen wir. Man sollte nicht Angst vor Knochen haben, sondern vor dem, der sie hinterlassen hat. An Ort und Stelle. Uff. Interessiert jetzt Emily eigentlich überhaupt nicht. Ich will wissen, was jetzt mit Josh passiert. Was der so macht. Na los. Noch so eine Riesenhöhle. Was haben wir hier? Oh Gott. Schreck. Wirklich schreck. Ein bisschen schon. Hier. Ah ja. So, jetzt dort hinten.
Wow. Schon wieder. Okay, ich glaube, ich habe so eine Ahnung, wen wir dort finden. Wir klettern mal. Oh shit. Falscher Button. Spielt das hier echt eine Rolle, wie wir hier hochklettern? Bestimmt abrutschen können. Okay. Mann. Und hoch. Wie gesagt, ich habe so eine Ahnung, was wir jetzt auf der anderen Seite sehen. Vielleicht Jessica. Die ist ja immerhin auch in so einem komischen Stollen runtergefallen. Oh Mann. Okay. Sonst irgendwas, was hier rumliegt? Scheinbar nicht. Ja gut. Gehen wir weiter. Wer mag dich nicht mehr? Wer mag dich überhaupt? Okay. Hier wuselt irgendwas rum, hier schreit was rum. Shit. Okay. Irgendwas hier? An Hinweisen? Nö, nicht wirklich. Okay. Oh. Komm schon, verfluchter Scheiße! Ach, Akku. Ah. Verfluchter Mist. Das ist natürlich scheiße jetzt. Scheiße, shit! Halt die Klappe, Emily. Okay, das Feuer macht uns aber wenigstens ein bisschen Licht. Kacke, Mann. Da ist unsere Fackel. Ah, okay. Alles klar. Okay, dann mussten wir halt einfach nur einen Umweg gehen. Na schön. Und hopp. Oh mein Gott. Endlich funktioniert mal was. Na schön. Müssen wir jetzt nur wieder da runterkommen. Möglichst ohne uns die Knochen zu brechen. Obwohl mir das bei ihr irgendwie egal ist. Eine, die sich selbst die nächste ist, ist für mich das Letzte. Okay, langsam die Treppe runter. Okay. Oh shit. Ich höre immer noch was. Was haben wir hier? Ah. Was liegt denn da Feines? Kann es nicht genau erkennen. Na schön. Shit. Matt.
Okay. Oh Gott. Ich will nicht wissen, was jetzt hier wieder für ein Scheiß abgeht. Ja, Tageslicht, ja, aber du solltest trotzdem wissen, dass man da nicht einfach so raufkommt. Tja, jetzt ist guter Rat teuer. Aber wie wir da raufkommen, ja, keine Ahnung, erfahren wir erst in der nächsten Folge. Mach ja wieder einen Cut. Bis zum nächsten Mal. Tata! Ha ha ha!